In diesem Video geht es um Datenbanken und deren Normalisierung, im Speziellen um die Überführung in die zweite Normalform. Das bedeutet, wir haben hier ein Beispiel, auf beiden Seiten das gleiche, einmal grafisch dargestellt und einmal als relationale Datenbank dargestellt, die bereits in erster Normalform gegeben ist. Wie wir die in die erste Normalform gebracht haben, könnt ihr in einem ersten Video der Playlist finden. In diesem Video überführen wir das Ganze jetzt in die zweite Normalform. Dazu müssen wir erstmal wissen, was ist denn die Regel der zweiten Normalform? Und die ist hier oben nochmal gegeben. Es darf keine partiellen Abhängigkeiten von einem Schlüsselkandidaten geben. Gut, fangen wir hier drüben auf der linken Seite an mit dem Beispiel und der gegebenen Tabelle. Wir haben jetzt hier oben die Attributnamen der einzelnen Spalten und wir haben hier unten eine Beispieldistanz gegeben. Was wir jetzt schon gemacht haben, wir haben unseren Kunden befragt und haben gesagt, ja, hört zu mal, lieber Reading Club, was ist denn von was abhängig, beziehungsweise was bestimmt was? Und dann haben sie gesagt, ja, also auf den Namen kann man eindeutig von der Mitglieder-ID schließen. Das heißt, die Mitglieder-ID bestimmt den Namen. Die Mitglieder-ID, der Fachbereich und die ISBN-Nummer bestimmen die Lesedauer, wohingegen nur die ISBN-Nummer, Titel und Verlag bestimmt, der Verlag bestimmt den Erscheinungsort, die Mitglieder-ID und der Fachbereich bestimmen noch den Berater, den ich bekomme, aber der Berater ist immer einem eindeutigen Fachbereich zugeordnet. Das heißt, der Berater bestimmt auch den Fachbereich. Hier drüben haben wir das Ganze noch mal ein bisschen formaler hingeschrieben. Das ist unsere Menge funktioneller Abhängigkeiten x. Und hier drüben seht ihr genau das, was wir hier drüben eingezeichnet haben, grafisch. Hier nochmal aufgeschrieben, M bestimmt N, MFI bestimmt L, also Mitglieder-ID, Fachbereich, ISBN-Nummer bestimmt die Lesedauer und so weiter. Jetzt müssen wir diese Tabelle in die zweite Normalform überführen und dazu heißt es, es darf keine partiellen Abhängigkeiten von einem Schlüsselkandidaten geben. Hier drüben ist der Schlüsselkandidat markiert, das haben wir ebenfalls erfragt, das ist gegeben. Und partiell heißt, dass kein Attribut von einem Teil des Schlüsselkandidaten abhängig sein darf. Und der Schlüsselkandidat besteht hier aus drei Attributen. Wir sehen hier zum Beispiel, der Name ist nur von der Mitglieder-ID abhängig. Und die Mitglieder-ID ist ein Teil des Schlüsselkandidaten. Das heißt, hier liegt schon mal eine Verletzung vor, weil dieses Attribut nicht von dem gesamten Schlüsselkandidaten abhängig ist, sondern nur von einem Teil. Also ist der Name partiell abhängig vom Schlüsselkandidat. Wie lösen wir das Ganze? Indem wir ihm eine eigene Tabelle geben. Und das wollen wir jetzt auch gleich machen. Das heißt, wir machen hier die Mitglieder-ID in eine Extraspalte und den Namen. Und das Ganze ist jetzt auch schon eine eigene Tabelle für uns. Wir können das hier noch markieren. Dann haben wir das grafisch schön veranschaulicht. Das ist unsere Tabelle und die Mitglieder-ID hier, das ist unser neuer Schlüsselkandidat dieser Tabelle, denn er bestimmt den Namen. Gut, dann gehen wir hier mal weiter und dann sehen wir hier drüben, die ISBN-Nummer, die bestimmt den Titel und den Verlag. Das heißt, der Verlag und der Titel, die sind nur von einem Teil des Schlüsselkandidaten abhängig und nicht von dem gesamten Schlüsselkandidaten. Schlecht. Wir verletzen die Regel, um in die zweite Normalform zu kommen. Deshalb gliedern wir diese drei Attribute hier auch aus und machen dafür eine eigene Tabelle. Die nennen wir jetzt ISBN. Dann kommt da noch der Titel rein und der Verlag. So. Was wir hier vorher noch eben gucken können, ist, wir haben ja hier noch den Erscheinungsort und der ist auch vom Verlag abhängig. Der Verlag ist nicht mal Teil irgendeines Schlüsselkandidaten, beziehungsweise des Schlüsselkandidaten. Und er ist aber, der Erscheinungsort ist vom Verlag abhängig und den Verlag haben wir schon hier. Das heißt, wir können hier noch den Erscheinungsort dazu nehmen. Denn der wird bestimmt vom Verlag. So, jetzt haben wir hier eine neue Tabelle. Die können wir auch schon mal so grafisch veranschaulichen. Wir haben vier Spalten, ISBN-Nummer, Titel, Verlag und Erscheinungsort. Und unser neuer Schlüsselkandidat ist die ISBN-Nummer, über die nämlich jeder Datensatz
oder alles eindeutig bestimmt werden kann. Die ISBN-Nummer gibt den Titel und den Verlag vor und der Verlag gibt dann eindeutig den Erscheinungsort vor. Hier weiter unten haben wir noch die Mitglieder-ID, der Fachbereich und die ISBN-Nummer bestimmen die Lesedauer. Hier scheinen wir nichts zu verletzen, deshalb lassen wir es erstmal stehen. Hier unten haben wir die Mitglieder-ID und der Fachbereich bestimmen den Berater. Mitglied und Fachbereich ist wieder nur ein Teil des Schlüsselkandidaten. Das heißt, auch hier müssen wir wieder ausgliedern. Wir machen eine neue Tabelle mit der Mitglieder-ID, dem Fachbereich und dem Berater. So, wir können das Ganze hier wieder grafisch veranschaulichen als Tabelle mit drei Spalten. Und unser neuer Schlüsselkandidat dieser Tabelle ist die Mitglieder-ID und der Fachbereich, denn diese beiden bestimmen den Berater. Jetzt haben wir hier unten noch eine Abhängigkeit. Der Berater bestimmt noch den Fachbereich. Das ist auch in dieser Tabelle abgebildet. Der Berater ist kein Teil des Schlüsselkandidaten. Das heißt, der Fachbereich ist zwar vom Berater abhängig, ist aber keine Partition des Schlüsselkandidaten. Das heißt, wir verletzen hier keine Regel der zweiten Normalform. Jetzt als letztes sehen wir noch, okay, wir haben hier beinahe alle Attribute, die Lesedauer fehlt uns noch und die ist von den drei Attributen des Schlüsselkandidaten abhängig. Die anderen wurden schon alle ausgegliedert, das heißt, was noch übrig bleibt, ist eben die Mitglieder-ID, Mitglieder-ID, der Fachbereich, die ISBN-Nummer und dann noch zum Schluss die Lesedauer. In dieser Tabelle, die wir jetzt hier erstellt haben, sind Mitglieder-ID, Fachbereich und ISBN-Nummer gemeinsam der Schlüsselkandidat und die Lesedauer ist das einzigste Attribut, was von allen dreien bestimmt wird, also von dem gesamten ursprünglichen Schlüsselkandidat. Jetzt haben wir unsere gegebene Tabelle aus der ersten Normalform in die zweite Normalform überführt. Wie machen wir das Ganze jetzt etwas formaler? Das ist ziemlich aufwendig, aber kriegen wir hin. Als erstes müssen wir hier drüben wissen, wenn es nicht schon gegeben ist, was ist denn mein Schlüsselkandidat? Wie finde ich einen Schlüsselkandidat? Das habe ich auch schon mal in dem Video zu dem Schlüsselkandidaten speziell gemacht, aber hier nochmal als kurze Wiederholung. Am besten gucke ich, welche Attribute der Relationen kommen auf keiner rechten Seite der funktionalen Abhängigkeiten vor. In diesem Fall ist es M und I. Das heißt, ich schaue mir erstmal M und I an. Ich bilde dafür die Hülle. Und die Hülle von M und I beinhaltet M, I, N, T, V und E. Mehr leider nicht. Und dann fällt mir eben auf, okay, eigentlich fehlt mir noch das B, das F und das L. Die hätte ich da eigentlich noch gern drin, weil mein Schlüsselkandidat muss ja die ganze Relation bestimmen. Jetzt schaue ich mir an, okay, wenn ich das F noch gehabt hätte, mit M und I sind bereits Teil der Ergebnismenge, wenn ich das F noch gehabt hätte, könnte ich zum L kommen und könnte ich zum B kommen und dann hätte ich alle Attribute gehabt. Das heißt, ich nehme mir mal als nächstes das M, das I und das F und schau mal, okay, was kommt jetzt bei raus? Und ich bilde wieder die Hülle über diese drei Attribute und Teil der Hülle ist M, I und F. Dann kommt noch N hinzu, L, B, T, V und E. Und jetzt sehe ich, okay, check, das ist ganz R. Das heißt, M, I, F bestimmt R. Das ist schon mal gut. Aber beim Schlüsselkandidaten muss ich noch nachweisen, dass der auch minimal ist. Und um nachzuweisen, dass der minimal ist, darf kein Teil des Schlüsselkandidaten ganz R bestimmen. Und Teile des Schlüsselkandidaten ist einmal das M, das I, das F und dann noch zusammengesetzt das M mit dem I, das I mit dem F und das M mit dem F. So, die Hülle von M und I haben wir schon oben gebildet. Das heißt, die bilden wir jetzt nicht nochmal. Von den anderen Attributen muss ich jeweils die Hülle bilden, um zu beweisen, dass sie nicht ganz R bestimmen. Die Hülle von M beinhaltet M und N. Die Hülle von I beinhaltet I und T und V und übers V noch das E. Und die Hülle von F beinhaltet nur das F.
Die Hülle von I und F beinhaltet das I, das F, das T, das V und das E. Mehr leider nicht. Oder zum Glück nicht, weil wir wollen ja hier einen Schlüsselkandidaten finden. Und die Hülle von M und F beinhaltet das M, das F, das B und das N. So, und jetzt sehen wir, okay, es handelt sich hierbei tatsächlich um einen Schlüsselkandidaten, denn keiner der Teile bestimmt ganz R. Das heißt, wir können sagen, M, I, F ist ein Schlüsselkandidat. Jetzt haben wir den gefunden. Jetzt müssen wir aber wissen, gibt es vielleicht noch mehr Schlüsselkandidaten? Dann müssten wir uns nämlich einen Primärschlüssel auswählen. Hier oben haben wir gesehen, es hatte uns noch ein B und F gefehlt, um dahin zu kommen, dass wir die ganze Relation B, F und L haben noch gefehlt, um die ganze Relation hier abzubilden. Wir haben jetzt F schon mal mit aufgenommen. Wenn wir L mit aufnehmen würden in den Schlüsselkandidat, merken wir, okay, das würde uns gar nichts helfen, weil das einzigste Vorkommen von L ist auf einer rechten Seite. Wir würden aber nicht weiterkommen. Wir könnten weder B noch F ableiten. Das heißt, L kommt auch schon mal nicht in Frage. Jetzt würde nur noch das B in Frage kommen. Das heißt, unser zweiter Schlüsselkandidat könnte MIB sein. Um das zu beweisen, bilden wir wieder die Hülle von MI und B. Beinhaltet MI und B, N, F, T und V und E und L. Und wir sehen, check, MIB bestimmt ganz R, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir wieder beweisen, dass kein Teil hier ganz R bestimmt. Die Hülle von M haben wir schon gebildet, die Hülle von I haben wir schon gebildet, das heißt, wir brauchen noch die Hülle von B. Die Hülle von M und I haben wir schon gebildet, das heißt, wir brauchen noch die Hülle von M und B und I und B. Die anderen Hüllen haben wir schon hier oben gebildet und haben schon bewiesen, die bestimmen nicht ganz R. So, die Hülle von B beinhaltet B und F. Die Hülle von MB beinhaltet M und B und N und F. Und die Hülle von IB beinhaltet I und B, T, V, F und E. So, und wir haben bewiesen, keiner dieser Teile bestimmt ganz R. Demnach ist MIB ist Schlüsselkandidat. Check. Als Primärschlüssel wählen wir hier den oberen, MIF. Das heißt, wir wollen ja diese Relation überführen in die zweite Normalform. Und das bedeutet, dass von dem Schlüsselkandidaten keine partiellen Abhängigkeiten bestehen dürfen. Als Schlüsselkandidat haben wir jetzt, wir können das hier mal mit grün unterstreichen, haben wir MIF gewählt. Das ist unser Schlüsselkandidat. Und jetzt gucken wir immer eben von einem Teil des Schlüsselkandidaten, oh ja, das N ist von einem Teil des Schlüsselkandidaten abhängig, nämlich von M. Das heißt, das N müssen wir herausziehen und wir müssen hier eine extra Relation bilden. Und wir nennen die einfach mal R1 und sagen, die beinhaltet M und N. Und was ist unser Schlüsselkandidat? Das ist natürlich M. Dann gucken wir uns hier das nächste an. I ist ein Teil des Schlüsselkandidaten und ja, wir sehen, von I ist T, V und E abhängig. Das heißt, T, V und E sind nur von einem Teil des Schlüsselkandidaten abhängig. Warum beginne ich auf dieser Seite und nicht auf dieser? Wenn ich hier drüben anfangen würde und sehen, oh ja, von I und F ist I, F, T, V und E abhängig und ich packe das in eine Relation, dann wären I und F mein Schlüsselkandidat. Aber dann müsste ich feststellen, von diesem Schlüsselkandidat, von meiner gebildeten Relation, sind zum Beispiel T, V und E wiederum von nur einem Teil, also partiell abhängig, nämlich von dem I. Das heißt, ich fange hier drüben immer mit den kleinsten Einheiten an und arbeite mich dann hoch zu dem größeren und ganz zum Schluss gucke ich die Relation an, wo der Schlüsselkandidat die meisten Attribute besitzt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Relation 2, R2 nennen wir die. Die hat I als Schlüsselkandidaten und beinhaltet noch T und V und E.
Dann gehen wir weiter zu f. F beinhaltet nur nicht sich selber und das ist trivial. Jedes Attribut beinhaltet sich selber. Das heißt, den überspringen wir mal getrost. Dann schauen wir uns mi an, hier oben. Und wir sehen, okay, das Attribut m haben wir eigentlich schon. Das Attribut i auch, n auch, t auch, v auch, e auch. Das heißt, alle Attribute, die hier gegeben sind, die haben wir hier schon. Warum? Weil die von einem, weil die partiell abhängig sind von diesem Schlüsselkandidaten, möglichen Schlüsselkandidaten. Die sind partiell abhängig. Das heißt, wir haben alle Attribute hier schon. Das heißt, wir können weitergehen zu if. Und dann sehen wir, von if ist i haben wir schon, t, v und e haben wir schon. Es ist nur f abhängig und das ist aufgrund des f's hier. Aber da wissen wir schon, okay, das ist auch hier drüben der Fall. Das f heben wir uns nochmal auf. Dann kommen wir zum mf und da sehen wir, okay, hier ist b drin. N haben wir schon, aber hier ist auch das f drin. Dann nehmen wir das doch vielleicht gleich hier mit auf. Denn meistens ist in der Aufgabenstellung auch gegeben, erzeugen Sie keine unnötigen Relationen. Wenn wir jetzt hier oben eine Relation mit iff erzeugen würden, wäre das schon mal falsch, weil f partiell abhängig ist, nämlich nur vom f. Wenn wir hier eine Relation mit einem Attribut, das macht keinen Sinn. So, das heißt, wir erstellen jetzt hier die Relation R3 mit m und f als Schlüsselkandidaten und noch das b. Nehmen wir damit auf, weil das n, das haben wir ja schon hier oben, das ist nämlich von einem Teil dieses Schlüsselkandidaten abhängig, nämlich vom m hier und deshalb ist es in der Relation 1 drin. Jetzt sind wir hier alle durchgegangen, jetzt können wir uns hier zum obersten vorarbeiten, mif, und wir schauen, okay, welches Attribut fehlt uns noch und uns fällt auf, es ist nur das l, was wir noch in keiner Relation untergebracht haben. Das heißt, nur das l ist von m, i und f abhängig. Das heißt, wir bilden unsere vierte Relation mit m, i und f als Schlüsselkandidaten und nehmen in dieser Relation noch das l auf. Jetzt haben wir vier Relationen gebildet. Hier bestehen keine partiellen Abhängigkeiten. Darauf haben wir geachtet, dass wir uns von unten nach oben durchgearbeitet haben. Und wir haben auch alle Attribute mit aufgenommen. Das heißt, es fehlt uns kein Attribut, es ist uns kein Attribut verloren gegangen. Wenn wir jetzt diese Teilmengen noch anschauen würden, würden wir sehen, wir haben hier bereits alles aufgenommen. Es lässt sich auch nichts mehr vereinfachen. Das heißt, was wir sagen können, check, unsere vier Relationen sind in der zweiten Normalform. So, jetzt wollen wir aber noch sehen, okay, stimmt das mit hier drüben überein? Und wir sehen, okay, wir haben M und N, das steht für Mitglieder, ID und Name. Das heißt, das hier ist unsere Relation 1. Wir haben I, T, V und E, das ist I, T, V und E, das hier ist unsere Relation 2. Und wir haben M, F und B, das hier ist unsere Relation 3. Und hier drüben haben wir M, I, F als Schlüsselkandidat und noch L, die Lesedauer. Das heißt, das hier ist unsere Relation R4. Das heißt, wir haben sowohl grafisch wie auch formal sind wir auf das gleiche Ergebnis gekommen und haben die gleichen vier Relationen, Tabellen gebildet, um dieses hier in die zweite Normalform zu bringen. Und was wir hier auf der linken Seite noch einzeichnen können, sind die funktionalen Abhängigkeiten, die wir hier oben eingezeichnet haben. Dann können wir auch nochmal genau sehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Und zwar von der ISBN-Nummer ist hier Titel der Verlag und vom Verlag der Erscheinungsort. Mitglieder und Fachbereich, davon war der Berater abhängig. Aber der Berater hat eben auch den Fachbereich bestimmt. Und hier unten haben wir noch die Lesedauer, die von allen dreien abhängig ist. Bedeutet, dass hier keine partiellen Abhängigkeiten mehr bestehen, denn es gibt nur eine Abhängigkeit. Hier, es gibt keine Teilabhängigkeit. Der Schlüsselkandidat besteht nur aus einem Attribut, deshalb kann schon mal gar keine partielle Abhängigkeit bestehen. Hier drüben wäre die Möglichkeit, aber wir sehen, auch das ist nicht der Fall. Fachbereich ist zwar vom Berater abhängig, aber der ist kein Teil des Schlüsselkandidaten. Und hier drüben haben wir die Mitglieder-ID, der Fachbereich, ISB. Auch hier gibt es nur eine Abhängigkeit. Das heißt, es kann auch keine Partielle geben. Und demnach sind wir safe, auch hier in der zweiten Normalform. Super, das war es auch schon. Diese Tabellen, die wir hier erstellt haben,
die werden wir im nächsten Video in die dritte Normalform überführen. Das Ganze findet ihr in der Playlist sowie auch die vorherangegangenen Videos. Und wie immer und überall, bitte vergesst die Giraffenschule nicht.